Scheiß TikTok. Au. Die sollen wir nicht beißen. Guck mal, wenn ich da hab. Das haben wir heute für euch. Ein Karton. In dem Karton ist ja nichts drin. Ja, eben. Ja, deswegen gebe ich dir den Karton und ich zeig den Inhalt. Nein, nein. Du weißt aber schon, dass man auf dem Karton was sieht. Also ihr seht auf dem Karton da hier 105 mechanische Tasten, Keyboard. Wow, cool. Und ich sag's gleich mal so, wir haben ein mechanisches Keyboard uns besorgt. Egal. Soll so günstig wie möglich sein und die Tastatur kostet nur 30 Euro. Also für 30 Euro kann man mittlerweile mechanische Tastaturen haben mit Cherry Blue Switches. Cool. Die hat jedes Oki-Produkt, hat eine Oki-Key-Karte drin. Das ist völlig nutzlos. Ja, es schaut ein bisschen schnicky aus. Jetzt kann der Carsten die Tastatur zeigen. Ja, dann ist okay, dann gebe ich... Gibst du mir den Karton? Karton, den keiner braucht. Kabel. Die hat auch LED-Farben, Alter. Das ist ganz geil. Ein Keycap-Puller ist gleich mit dabei. Hast du hier gleich einen Keycap-Puller und kannst du raus... Ich prob's jetzt nicht raus. Doch, zieh mal einen raus, dass man auch die Switches sieht. Also... Man kann sie rausholen. Man sieht auch die Switches. Man sieht auch hier, das sind Blue-Switches. Ich habe die noch nicht in der Hand gehabt, aber ich muss sagen, die ist sauschwer. Und die fühlt sich gut an. Und die fühlt sich echt... Spannend. Richtig gut. Haptisch habt ihr richtig gutes Plastik. Also das ist jetzt richtig beschichtetes Plastik. Rau, schön rau. Und da ist fast wie Metallgewicht drin. Also es fühlt sich fast wie Metall an. Das wüsste ich nicht, dass die 30 Euro kostet. Hätte ich auch nie erwartet, dass die 30 Euro kostet. Wirklich. Hätte ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ach, du hast Saft drauf gegeben? Ja, klar. Oh, ja. Gleich mal. Hier geht die Party ab. Es gibt keine Software. Wir haben vorhin nochmal nachgeschaut. Aber dafür gibt es eine FN-Taste. Wer das vielleicht noch von einem Laptop kennt, eine FN-Taste, mit der kann man... Drückst du mal. Und dann kann man hier verschiedene programmierbare... Also hier kannst du auf jeden Fall... Media Player, Desktop, Suchleiste, Taschenrechner. Ja, es gibt tonnenweise Shortcuts, das seht ihr jetzt gleich im Bild. Hier haben wir mal aufgeführt, es gibt ein ganzes Manual dafür und ihr könnt selber für Spiele oder Einstellungen euch die Lichter programmieren. Selber programmieren, ihr habt richtig gehört. Hm. Die haben sich da wirklich was einfallen lassen. Leider muss ich sagen, ohne Software, denn ich denke, über PC das Ganze zu programmieren ist dann doch etwas einfacher. Wir haben es zwar noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es über Software einfacher ist. Also alles ungefähr so wie bei meiner Tastatur hier, die kennt ihr bestimmt. Ich nutze die G910 und wenn ich da Tasten drücke, können die leuchten oder. Da kann man sich Profile einstellen und Beleuchtungsmechanismen. Das geht hier auch für verschiedene Programme. Man muss halt das Programm starten und muss es dann damit programmieren. Gut, für 30 Euro haben sie an der Software gespart, aber nicht an der Hardware. Richtig. Das ist halt das Geile. Sie ist auch kompakt, zwar keine Handauflage, aber dieses kompakte Design finde ich mega Schmuck. Vor allem ich, da ich ja wirklich kompakte Tastaturen lief und nicht solche Knüppel-Ossi-Teile. Office am Tag. Cool. Gamer in der Nacht. Also, was will ich da noch mehr sagen? Es hat ein geiles haptisches Feedback. Die Tasten sind Blue-spezifisch. Wer Blue-Tasten kennt, der weiß, wie die Druckpunkte sind und wie sie gelagert sind. Da ist nichts anders. Halt in einem kleinen, kompakten Gehäuse verbaut. Keine Treiber nötig. Keine Software vorhanden. Aber dafür nur 30 Euro. Was will man mehr? Das ist das Optimum für Budget-Gamer. Kurzes Video für kurzes Teil. Ich dachte, euch gefällt's. Für Gamer ist das eine Budget-Lösung. Budget-Lösungen sind ja das, was hier gewünscht ist. Und wir machen mal weiter und richten die Wohnung weiter ein und kommen dann gleich auch wieder zum nächsten Video. Guckt weiter Zeug von uns und wir sind eigentlich ganz witzig, also in dem Video nicht, aber im nächsten Video und sind das, wir witzig. Und das, was im Moment jeder auf YouTube sagt, das sagen wir immer nicht, ne? Also bitte deabonnieren, entliken, alle anderen Leute auf YouTube auch, dass die Plattform endlich pleite geht und wir auch verschwinden, weil sonst müsst ihr uns weiter ertragen. Ja, genau, genau. Und wer es vergessen hat, deabonnieren. Jetzt. Oh Gott. Was denn? Es ist doch kein Wunder, dass jeder noch vor den letzten 2 Minuten einfach das Video schließt, weil niemand das Ende hören will. Klicken, liken, abonnieren. Nein, nein, was viel schlimmer ist, ist jetzt, hier ist das Sponsor des Videos, zack. So einen fetten Balken. Naja, und dann kommt erstmal hier World of irgendwas, gesponsert bei... Das beste Handy-Game auf der Welt. Clash of Bands. Auf jeden Fall super witzig, ganz klasse. Viel Werbung. Ist ja gut, immer. Aber... Mich nervt es, also machen wir es nicht. Wem es auch so geht, liken, smashen. Bullshit, Alter.